Als die Queen Mary am 19. Juli 2004 wegen einer Reparatur in den Hamburger Hafen einfuhr, wurde ihre Ankunft zu einem Massenspektakel. 300.000 Menschen hatten sich zu nachtschlafender Zeit an den Ufern und auf den Kais versammelt, um dieses legendäre Schiff wenigstens einmal aus der Nähe sehen zu können. Wenn das Zuschauen schon spektakulär ist, wie muss man sich dann wohl erst als Passagier auf diesem Luxusliner fühlen? Von der traditionellen Eleganz und Großzügigkeit umgeben, die die Queen Mary ganz besonders auszeichnet, von den zahlreichen Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen oder einfach nur abzuschalten und weg zu sein, bis zu den besonderen Highlights des Tages, den Mahlzeiten. Dieses schwimmende Palasthotel beherbergt nicht nur das einzige Planetarium auf See und ein Spielcasino, sondern neben dem großen Speisesaal auch 7 hervorragende Restaurants, in denen man sich in kulinarischer Hinsicht selbst dann auf Weltreise begeben könnte, wenn die Queen Mary 2 am Kai bliebe. 129 Tonnen Lebensmittel, davon allein 20 Kilo Kaviar, 11 Tonnen Früchte und 36.000 Eier sowie 21.000 Liter Getränke, nicht wenige davon feinster Wein. Das sind die Mengen, die auf der Queen Mary 2 auf einer 6 Tage dauernden Atlantiküberquerung benötigt werden. Kein Wunder, werden doch für eine Schokoladentorte allein schon 16 Eier benötigt. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt ein Heer von hochqualifizierten Köchen, jeweils angeführt von einem ganz besonderen Spitzenkoch, einem kulinarischen Kapitän Jean-Marie Zimmermann. Er ist Garant für die exquisiten Speisen und den eben solchen Service an Bord. In diesem Buch berichtet er über seinen Werdegang, gibt Einblick in seine Kochphilosophie und verdeutlicht, wie wichtig die Qualität der Produkte ist. Zudem bekommt man mehr als einen kleinen Eindruck von seiner unglaublichen Leistung und Kreativität. Er lädt den Leser als Gast in seine Restaurants ein. Das ganz besondere Highlight aber sind die wunderbaren Rezepte, die er uns verrät. 56 geniale Rezepte, die in jedem Haushalt den Flair des Luxusliners bringen. Das Buch Mary 2 Rezepte aus der Speisekarte des Luxusliners erschien im Delius Classic Verlag.